Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Let's Plays vom LS17 auf der Hof Bergmann. Ich stehe hier vorm Gemeindehaus des kleinen Dörfchens Fuchshausen. In der letzten Folge waren wir hier im Ort ja schon unterwegs und haben die Klärgruben geleert. Da ist mir dieses Anschlagbrett bzw. diese Anschlagtafel hier vorm Gemeindehaus aufgefallen. Da sind einige interessante Sachen angepinnt und nein, ich meine jetzt nicht die Miss Bergmann 2017. Hier ist zum Beispiel auch die Ausschreibung Güllefahrer, Klärgrubenentleerung. Um dir etwas dazu zu verdienen, kannst du an manchen Grundstücken die Klärgruben entleeren. Als Bezahlung darfst du die Gülle behalten. Schau doch hin und wieder mal bei den Familien vorbei. Haben wir in der letzten Folge gemacht. Dann haben wir hier noch einen Zettel hängen von der örtlichen Polizeidienststelle. Diebe gesucht. Die Polizei bittet um Mithilfe. Von Zeit zu Zeit treibt sich eine Diebesbande in der Gegend herum. Entwendet wird alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Bei Sichtung der Bande bitte der örtlichen Polizeidienststelle melden. Das werden wir tun, wenn wir die Diebesbande sichten. Oder wir fahren sie einfach über den Haufen. So, was mich aber jetzt hier am meisten interessiert, ist dieses Zettelchen hier. Schatzsucher. Irgendwo in der Gegend liegt ein Schatz vergraben. Dieser stammt aus dem Jahre 1943. Es handelt sich hierbei um geheimes Gold aus Großvaters Zeiten. Wer den Schatz findet, darf ihn behalten. Laut Schätzung soll dieser 1 Million Euro wert sein. Und diese 1 Million Euro will ich natürlich haben. Ich habe gestern auch schon ein bisschen rumgeschnüffelt. Hab eine ganz interessante Stelle gefunden, die eventuell was mit diesem Zettel zu tun haben könnte. Und habe in den Kommentaren den Tipp bekommen, ich soll mit schwerem Gerät anrücken. Warum auch immer. Aber ich bin ja immer für jeden Tipp dankbar. Hab mich daran gehalten und bin jetzt hier mit meinem Teleskoplader und der großen Schaufel ausgerückt. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu dieser Stelle. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht liege ich richtig. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe mir jetzt da weder was angelesen, noch habe ich mir irgendwas dazu angesehen. Ich kann es also wirklich nur vermuten, ob ich damit richtig liege. Mal gucken. Also mir ist auch deswegen nur aufgefallen, muss ich dazu sagen, weil das hier auf der Karte, ihr seht's, ja, das ist hier bei der Spinnerei, also beim S von der Spinnerei, ist irgendwas, so ein kleines Symbol auf der Karte eingezeichnet. Und da könnte eventuell was zu finden sein. Gucken wir es uns an, wenn wir durchkommen. Oh. Uiuiui. Wo ist es? Wo ist es? Hier irgendwo muss das sein. Wo sind wir denn da? Ah, da. Da, seht ihr? Seht ihr? Das habe ich gemeint. Ich finde, es sieht... Oh Gott, schon dunkel hier. Sieht schon sehr verdächtig aus, oder? Ich bin schon der Meinung, es sieht aus, als hätte hier irgendjemand gegraben. Boden ist aufgewühlt. Gucken wir uns an. Ja, was ist denn das? Also, wer schmeißt denn hier seinen Müll weg? Also, das gehört sich doch wirklich nicht. Ich dachte immer, in dem Örtchen hier leben anständige Leute. Pfui. Wo haben wir jetzt den Teleskoplader abgestellt? Ich kann ihn schon hören. Da ist er. Bisschen neblig hier heute Morgen. Aber es ist ja auch noch früh. Ich werde doch mal Festbeleuchtung anmachen, damit wir auch was sehen. Durchschlängeln, damit wir möglichst nichts hier kaputt machen. Jetzt bin ich gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass mir irgendwas wegbuddeln muss. Oder? Gucken, ob das funktioniert. Oh, tatsächlich, Sand. Sand! Ah. Okay. Also habe ich recht gehabt, dass man hier
was ausgraben kann. Beziehungsweise, dass hier nein, nicht nach hinten kippen. Dass hier irgendwas verbuddelt ist. Ja, den Sand schütten wir jetzt einfach hier hin. Ist ja zum Glück nur Sand, der stört ja hier nicht. Das wäscht der Regen wieder aus und nimmt den mit. Muss aufpassen, dass ich mir jetzt hier nicht eine zu tiefe Kuhle reinbuddel. Ich möchte hier ungern stecken bleiben. Das ist natürlich jetzt auch nicht ungefährlich, gell, am Hang, wenn ich die schwere Schaufel so arg hochnehme. Ja, du sollst schon auskippen. Kipp! Wieso willst du nicht kippen? Komm, mach doch die Schaufel. Ach, jetzt. Okay. Gib mir mal Mühe, das einigermaßen gleichmäßig abzutragen. Mal gucken, was runter zum Vorschein kommt. Vielleicht der Schatz, vielleicht auch irgendein verbuddelter Müll. Eine alte Couch. Oh nein. Na komm. Komm. Gar nicht mal so einfach hier. Ein Stück vorfahren. So. So lässt denn der immer so ein Häufchen drin, so 349 Liter. Passt es dann immer drauf oder wie ist das? Vielleicht war mein großes Gerät hier doch ein bisschen zu groß. Oh, Schaufel ist schon wieder voll. Wir können uns jetzt ja mal, während ich hier fleißig am Buddeln bin, überlegen, was wir mit dem Geld machen. Wir könnten uns somit eine kleine Südseeinsel kaufen oder ein kleines wehrloses Land und dort eine Schreckensherrscher... lassen wir das. Vielleicht doch keine so gute Idee. Nee, außerdem, mir gefällt es ja hier. Ich möchte ja auf meinem Hof bleiben. Und habe mir ja zum Ziel gesetzt, mein weltumspannendes Imperium aufzubauen. Da wäre es ja natürlich ein super Startkapital. Wir könnten auch mehr Schweinerl kaufen. Also mehr Schweinchen. Ja, halt nicht mehr Schweinchen, sondern nicht die kleinen pelzigen, sondern die großen borstigen. Ja, halt den Schweinebestand aufstocken. Oder wir könnten mal in die Milchproduktion einsteigen, ein paar Mumus kaufen. Mumus wollte ich ja sowieso haben. Also Mumus, Mukus, Kühe. Weil an Maschinen habe ich eigentlich alles. Oder ich kaufe mir noch zwei, drei pinke Schlepper. Ich meine, pinke Schlepper kann man natürlich nie genug haben. Da müsst ihr mir zustimmen. Aber bringt mir auch nichts. Ich kann ja immer bloß einfahren. Mit dem Helfer, sagte ich ja schon, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge, möchte ich eigentlich vermeiden, so gut es geht. Weil wegen Geld. Auch selbst wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt irgendeine Riesenmaschine, da ist die Million halt dann auch gleich schon wieder weg. Komm, Manni, du kämpfst dich da mal besser raus. Bei dem Namen sollten wir doch meinen, dass du geländegängiger bist. Okay, gut. Also wenn ich die Schaufel höher nehmen, dann kippt da alles auf einen Haufen. Wissen wir das auch? Ich glaube, ich habe jetzt doch einen Krater reingraben, oder? Sieht fast so aus. Vielleicht mal dann gleich die Seite wechseln.
Oder einfach durchfahren. Naja, ich würde sagen, wir buddeln jetzt einfach nur ein bisschen, machen hier einen auf Maulwurf. Ich gebe mir alle Mühe, dass mir hier mein Teleskop leider nicht umkippt. Also das würde mir jetzt wirklich nur fehlen. Nö. Vielleicht ist der Platz hier begrenzt für Sand. Falls euch jetzt die Buddelerei hier furchtbar schrecklich doll auf die Nerven geht und es euch entsetzlich langweilt, ihr dürft euch gerne heute Abend, also falls, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht, aber ich möchte es trotzdem nochmal gesagt haben, ich mache ja auch Livestreams, unter anderem vom LS, momentan natürlich Hof Bergmann, ganz klar. Montag und Dienstag, Montag und Dienstag, meine Güte, natürlich. Montag und Donnerstag auf Hitbox. Der Link zum Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Normalerweise Start 19 Uhr. Heute, also am heutigen Montag, den 24.04. ausnahmsweise schon um 18 Uhr Start. Ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen, mal reinzuschauen. Wenn ihr euch anmeldet, dann könnt ihr euch auch am Chat beteiligen. Würde mich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere mal kurz reinkommt, Hallo sagt, bisschen mitquatscht. Sind eigentlich immer durch die Bank ganz tolle, nette Leute da. An dieser Stelle kann ich euch natürlich auch die Livestreams von Blue Eyes Micha wärmstens ans Herz legen. Der Micha streamt immer mittwochs und sonntags. Da werde ich euch auch noch seinen Kanal verlinken und auch mal seine Facebook-Seite, wo ihr euch informieren könnt drüber. Mit dem Blue Eyes Micha habe ich ja eine Streaming-Gruppe auf Hitbox. Auf seinem YouTube-Kanal gibt es auch ganz viel zu entdecken. Den müsste ich eigentlich, den habe ich glaube ich verlinkt. Ja, ja, das ist ja, habt ihr ja schon mitbekommen, mein ewiger Konkurrent, der Bauer Blue, der in Südhämmern sein Unwesen treibt. Naja, gut, sein Unwesen jetzt vielleicht nicht. Das ist ein bisschen sehr hart gesagt. Aber er weiß ja, wie ich es meine. Also da auch gerne reingucken. Und wie gesagt, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut bei mir rein. Quatscht mit uns, sind tolle Leute da. Mit uns kann man über alles quatschen, sind immer ganz lustige Abende. So, jetzt aber Schluss mit der Werbung hier. Oh. Ich bin auf was Hartes gestoßen. Nein, doch nicht. War bloß Sand. So, jetzt kippe ich das nur aus und dann gucken wir mal da rein. Vielleicht sieht man ja schon irgendwas. Eine Schatzkiste oder sowas. Na. Hier sieht man schon. Da, da, da. Sand wird weniger, da kommt so ein Rand zum Vorschein. Müssen wir denn das ganze Loch hier frei buddeln? Oder oh, oh, du hast ein Goldnugget gefunden. Das Gold liegt hier wortwörtlich auf der Straße. Versuche, die restlichen 99 Goldnuggets zu finden. Oh. Goldnugget! Oh, 5 schon. Ah, liege die hier auch? 7, 9, 12! Hier sind Nuggets für Buddel 20. Der Farmer Andy, schlauer, schlauer Fuchs. Der hat hier die Goldnuggets verbuddelt. Ja, guck sich einer das an. Ist es der Hammer oder ist es der Hammer? 26. Wir müssen hier die Goldnuggets frei buddeln. Wie geil ist das denn? Das tut mir natürlich jetzt aus. Oh Gott, oh sehr, sehr, sehr leid um den wunderschönen alten Baum hier. Ob er es wohl überlebt? Wo ich jetzt, wenn ich das vorher gewusst hätte, naja, wobei, nee, das ist ja auch doof. Sonst hätte ich gesagt,
Kettensäge den Baum umhauen, aber dann ist wahrscheinlich. Ne, dann ist der Stumpf im Weg und da ist ja nur Stubenfräse, Mieten und ne. Oh, schimmert da was durch? Da schimmert doch irgendwas goldig durch. Hier war doch eins. Ich habe es genau gesehen. Gold. Monet. Moneten. Also die Idee finde ich ja absolut mega. Richtig geile Sache hier. Hat der die Goldnuggets verbuddelt? Oh. Nein, nein, tu mir das jetzt nicht an. Komm, komm. Kämpfe! Ich sehe schon, komm, ich schütte mir jetzt hier auch noch den Weg zu. Dann werden wir wahrscheinlich, oder Snoobe, dann den Rest ihres Lebens hier im Wald verbringen müssen. Da gibt es halt nur noch Let's Plays hier von der Stelle rings um den Baum rum. Wir können es ja so machen, dass wir einmal aufbuddeln, in der nächsten Folge zubuddeln. Dann wieder auf. Macht ja auch nicht jeder. Machen wir mal den Maulwurf-Buddel-Let's Play. Nein. Nein. Nicht hängen bleiben. Komm schon, komm. Lass mich jetzt hier ja nicht im Stich. Bügel voll. Jetzt kipp doch mal den Sand ganz aus, Menschenskinder. Würde es denn jetzt eigentlich was bringen, wenn ich die komischen. Ich habe ja hier im Drive Control habe ich Allrad eingestellt und ich habe auch, glaube ich, auf Allradlenkung. Ja, genau, steht auf Allradlenkung. Und wenn ich jetzt die komischen Differentialdingelhopperchen da reinmache, bringt das irgendwas? Also ich weiß, wir hatten die Diskussion ja schon. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch dran erinnern. In meine Livestreams schon ein paar Mal mit den Differential, what auch immer. Whatever. Was auch immer. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal drin. Da scheiden sich ja die Geister dran, ob man es überhaupt dauerhaft reinmachen soll, ob sie was bringe. Egal, vielleicht bringt es ja hier was. Ich habe bis heute nicht kapiert, für was das überhaupt gut sein soll. Aber ich hab's, also mache ich es jetzt einfach mal an. Differentialsperren. Wann sind Differentialsperren? Doch. Für irgendwas wird es schon gut sein, sonst hätten wir es ja nicht. Oh nein, nein, nein. Ich hänge wieder an der Schaufel fest. So. Oh, jetzt sehe ich aber schon viel Rand. Ich glaube, wir können gleich nochmal in die Grube reingehen und gucken, ob wir schon wieder an Nuggets drankommen. So. 32. Oh, 41, 48, 53, 59, 62, 65, 67, 74. 79, 80, 82, 84. Jetzt wird's spannend. Na, na? Wo sind die letzten Nuggets? 85, da war noch eins. Der Rand hier ablaufen. 86, ja. Wo liegt denn noch der meiste Sand? Hier so. Halt, da ist nochmal eins. 87. Ganz am Rand wird wahrscheinlich. Ich habe doch jetzt kein Nugget mit ausbuddeln, oder? Ob man die mal ausbuddeln kann? Nicht, dass hier irgendwo eins in der Pampa liegt und ich suche mir hier den Wolf dann. Nee. Da müssen wir den Sand halt sieben. Nee, sieht nicht so aus.
Ich glaube, unterm Baum müssen wir noch einmal, ob wir da durchkommen mit der Riesenschaufel. Ich hätte vielleicht doch, vielleicht hätte ich doch die kleine, vielleicht hätte ich einen Schlepper nehmen sollen und eine kleine Schaufel, aber. Naja, ich weiß nicht, wäre vom Handling besser gewesen, aber. Das dauert dann, glaube ich, ewig. Das ist ja jetzt schon einiges an Sand, was wir da aus dem Loch rausgeholt haben. Mal gucken, ob ich da irgendwie. Ich glaube, mit der Schaufel wird das nichts unterm Baum durch. Seitlich dran vielleicht. Hier ist noch ein bisschen. Da. Oh. Probieren. Ja, 90, 90, 94, 95, noch 5 Nuggets. 97. Komm, 3 Nuggets noch. 98, noch 2. Und 2 Nuggets noch. 100, ja! Du hast alle Gold Nuggets gefunden. Der Wert deines Fundes beläuft sich auf 1 Million, die deinem Konto gutgeschrieben wurde. Yay! Ich bin reich, ich bin scheich! Ja, wie geil. Also, das ist mir mal richtig tolle Idee. Was sagt jetzt ihr da dazu? Findet das blöd, die Buddlerei, oder langweilig? Hättet ihr lieber die Nuggets auf der Straße und so gesucht? Also das fand ich jetzt richtig toll. So Idee muss man auch erst mal kommen. Naja, sag ja, fahr mal an, die ist ein schlauer Fuchs. Gar kein Zweifel. Allerdings habe ich einen für mich sehr großen Kritikpunkt an der Map. Ja, muss ich anprangern. Was war das für ein Schild? Ach so, das ist die Spinnerei hier, gell? Spinnerei und Wollverarbeitungs GmbH. Am Zeiche 1 in Erfurt. Seit 1884. Ja, mein Kritikpunkt an der Map. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nur noch nicht gefunden, aber ich sehe keinen Ponystall. Falsche Richtung. Keine Ponys, kein Ponystall. Das habe ich ja in der 15er Version habe ich das so sehr geliebt. Also der kleine Ponystall mit der Koppel und der separaten Scheune mit dran, unterhalb vom Hof, wenn ihr euch erinnern könnt. Das war ja so hammermäßig toll gemacht. Und halt auch richtig durchdacht, so wie man es ja, so wie man es sich im Real Life eigentlich auch wünschen würde, wenn man ein paar Ponys hat. Ein kleiner Stall, wo man Offenstall draus machen kann, direkt im Anschluss eine Koppel. Eine Scheune auch noch dazu, ja, das Nonplusultra. Für die Einstreu, für die Heuballen, wenn man einen kleinen Schlepper hat, mit einem kleinen Kipper vielleicht noch dran, idealerweise. Für den Mist, also fand ich wunderschön. Aber klar, jetzt sage ich ja bestimmt wieder, ja, Ponys. Ist ja wieder so Weiberzeug. Aber mir hat es halt einfach gefallen. Es war auch nicht das. Ich will das, die Reitstelle, wie auf den Maps sind, um Gottes Willen auch nicht schlecht reden, gell? Also ich bin ja. Ich freue mich ja über jeden Pferdestall und jedes Gestüt, was ich auf einer Map habe. Aber das war schon. Das war schon das Nonplusultra. Also das war für mich immer das so ein Sahnestückchen von der Map damals. Aber gut, weiß ja nicht. Ich habe jetzt wirklich auch noch nicht die komplette Map einmal abgerannt. Vielleicht habe ich noch keinen gefunden. Vielleicht gibt es irgendwo Ponys. Jetzt sieht man hier auch mal schön die Beleuchtung vom Hof. Ich hoffe, man sieht sie ein bisschen zumindest. Ist ja recht neblig. Also alles wirklich super ausgeleuchtet.
Mal gucken, ob die. Ja, die Garagen sind auch. Da seht ihr. In den Garagen ist das Licht an. Das mache ich hier mal aus. Dann sieht man das andere besser. Können wir uns gleich noch kurz angucken. Hammer, oder? Super hell. Toll. Oh, und da sich ja hier Diebe rumtreiben, machen wir jetzt hier mal zu. Auch hier der Waschplatz da zum die Maschinen abspritzen. Das ist echt mega, auch von den Texturen hier, die Lichter und alles Bombe. Bin ja immer noch begeistert und wenn ich hier, also ich kann noch 10 Mal über den Hof laufen, ich entdecke immer wieder neue Sachen und so kleine Details. Super, oder? Hat er auf jeden Fall toll gemacht. Also da kann man gar nichts sagen. Und ich habe auch, trotz Beleuchtung, habe ich auf dem Hof eigentlich keine FPS-Einbrüche. Kann ich jetzt nicht behaupten. Wäre mir nichts aufgefallen bis jetzt. Es ruckelt nicht. War ja nicht irgendwo Lichtschalter. Oder geht das Licht hier auch? Ich glaube, das Licht geht hier wahrscheinlich automatisch an. Ja klar, gut, je später das jetzt wird, desto mehr Lichter gehe ich auch aus. Aber echt schön gemacht. Ja, wenn wir jetzt schon mal auf dem Hof sind, zwei kleine Sachen noch. Und zwar habe ich vom Helmut den Tipp bekommen, weil ich ja immer Angst habe, ich fahre mit meinem riesen Wasserfass hier die Hühner platt. Ich habe mir jetzt auch so ein kleines Wägelchen besorgt. Ja? Wasserversorgung für die Hühner. Fand ich echt eine super Idee an dieser Stelle. Nochmal lieben Dank für den Tipp. Und es ist ja wirklich nicht teuer. Ich glaube, das kostet 150 Euro. Oh, Eier voll. Eier sind voll. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wohin mit den Kartons. Also ich stelle die einfach hier hin. Und der Plan war eigentlich, dass ich, wenn ich ein paar Kartons zusammen habe, dass ich die mit meinem Paletten-Dingelhopperchen zu einer Palette verpacke. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Kartons ich brauche, aber mit zwei werden wir nicht allzu weit kommen, was eine Palette angeht. So, Vorsicht. Vorsicht. Ah, nein! Wieso habe ich denn den jetzt weggeworfen? Ich habe ihn noch gar nicht. Hab doch gar nichts gemacht. Den jetzt da draufstellen kann. Oh! Ich glaube, ich habe das zu nah dahingestellt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann geht die Tür auf und zu. So, jetzt dauert es ein bisschen. Klar, er sagt jetzt immer noch Eier voll, es müssen ein paar Minuten vergehen. Aber ich kann euch das mal zeigen. Ich spule mal schnell vor, bis das wieder. So. Also nicht, dass manche Angst haben, wenn man jetzt hier, wenn da ein paar Minuten steht, voll. Wartet einfach ein bisschen. Oder es spült 2 Minuten die Zeit vor. Und dann taucht es hier. Na komm. Ja. So, dann taucht hier der nächste Karton auf. Auch schön mit der Einlage für die Eier. Und dann geht es auch weiter mit der Eierkartonproduktion. Wie sieht es denn bei den Hühnern aus? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Was braucht ihr? Gar nichts. Wasser ist noch da. Getreide ist noch da. Das ist schön. Dann werden wir euch auch wieder in Ruhe lassen. Und dann habe ich einen zweiten Tipp bekommen. Und zwar zum einen von Big Mo. Big Mo ist einer meiner Mitarbeiter im Kaukasus. Mein Multiplayer-Projekt. Und zum anderen von Micha. Und nicht von unserem, in Anführungszeichen, Blue Eyes Micha. Sondern von Micha aus dem Rheinland. War lustig, den Tipp habe ich von beiden am selben Tag bekommen und war natürlich sofort begeistert. Konnte ich auch nicht nein sagen. Ich habe mein Privatfahrzeug gewechselt. Tada! Achi! Ist das nicht ein Prachtstück? Und die Farbe vor allem. Also ich finde den super. Passt auch definitiv auf meinen Hof. Fährt sich auch super, muss ich echt sagen. Ich weiß bloß nicht, man kann da hinten. Jetzt habe ich die. Also die Bremsen von dem Ding sind echt sauschlecht, wirklich. Und der ist furchtbar schnell, also 123 seht ihr ja da.
unten rechts stehen. Ja, muss man halt langsam machen. Jetzt sind die Lichter aus. Ich weiß jetzt nicht. Machen wir mal die Spanngurte weg. Da hinten kann man nämlich einstellen, den Arbeitsmodus anschalten. Das Ladegut durchwählen. Ich weiß nicht, vielleicht basiert der auf dem Fliegel, glaube ich, ist es. Auf dem automatischen Ladewagen. Oder hat das Ding wirklich Funktion? Ich weiß es nicht. Wäre natürlich ziemlich cool, wenn man da hinten drauf einen Ballen laden könnte. Ich bin ja manchmal nur nicht immer so ausprobierfreudig, weil ich teilweise auch Angst habe, dass es mir irgendwas an der Map oder am Spielstand kaputt macht. Und an die Ballenstapel, die schon auf der Map sind, möchte ich auch nicht dran, weil bei meinem Glück fallen dann alle um und ich kriege sie dann nie wieder so schön hingestellt, wie sie waren. Also lassen wir da erstmal die Finger davon. Vielleicht kennt ihr ja den Chip, könnt ihr mir was dazu oder könnt mir was dazu sagen. Habt ihr es selber schon ausprobiert? Wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm. Ich habe ja hauptsächlich wegen der Farbe. So, dann würde ich sagen, wir kommen für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat trotz der etwas längeren Budlerei Spaß gemacht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer natürlich eine gute Zeit und sage tschüss.